los! Okay, gut, wir haben uns links verloren. Ist nicht gut. Für den Einstieg, weil ich habe ein paar Tage jetzt nicht gezockt. Wir gehen mal Berserker. Keine Items? Nein. So, was nehmen wir denn hier? Denke mir, wir haben wir noch Elite schaffen. Oder wir... Oder schmuggeln uns hier durch. Yeah, boy. Schmuggeln uns einfach durch. So, da bin ich ganz einfach. Wer ist Demos? So, dann kommt hier so ein... komischer Kauz. Ich will sein Dings nicht proppen. Ich will nicht seine Fähigkeit proppen. Das ist eigentlich ganz lustig. Let's go. Let's go, Volibear. Direkt Ulti an und rein. Ich meine, der war gut. Der ist noch geiler. Den nehme ich mal straight. Und er kriegt als erstes direkt heiß. Ja, ja, so sieht's aus. Ich glaube, das wird ein gutes Game. Also das ist, glaube ich, egal, was ich jetzt hier nehme. Und Rainer. Boah, wir kriegen extra Bären. Und f***ing Dings, Alter. Wir sind hier Bärenmodus. Ich habe nur gestern November Survivor gespielt. War eigentlich auch ganz entspannt. Werden wir aber auch heute mal eine Runde reinschauen, weil, wie gesagt, es gab fetten neuen Content. Muss ich mal durchspielen. Also easy peasy hier. Lemon Squeezy. Barde. Barde würde uns buffen. Nehmen wir. Leben. Der braucht auf jeden Fall Leben. Der Barde. Barde, der braucht nichts. Ich kann einfach so straight reingehen. Wir nehmen das noch das Leben mit. Also links. Können wir sowieso für eins verkaufen. Ist jetzt nicht die Welt. So, und reingeht. So, unser Barde, unser Bart, der bufft die Leute. So, und unser Range schießt, also wir bräuchten auf jeden Fall noch einen Range. Nice, easy peasy. Oh, hier ist direkt einer. So, komm, nehmen wir den mit. Aber wir brauchen auf jeden Fall Lifesteal auf den Bahn. Ja, komm. Nicht gut. Wir haben hier noch einen Mage. Aber wir bräuchten eigentlich einen... was bist du denn? Strange und Russia. Russia. Also wir haben höchstens für Russia. Das war's. Non-Hands. Das. Das nehmen wir mal mit. Der König Strong. Ich würde mal rerollen, weil ich bräuchte auf jeden Fall irgendwas Range-mäßiges. Ja, da ist er. Zack. Und schon sind wir Vollbild. Oh, das hätte ich auch gerne, aber leider habe ich kein Geld. What? Ich werde auch jetzt nicht freezen, weil... Yeah. Eins, zwei. Wenn ich das Item verkaufe, kriege ich 2 Gold. Gut, der kriegt auch erstmal Leben hier. Zack. Let's go. So, jetzt kriegen wir erstmal ein eigenes. As you're crossing a street, you heard a shutting. And then you see it. Runaway, a wagon speeding up and coming in your direction. Also ich überquere die Straße und dann hörst du ein Knallen. Dann siehst du einen Wagen, der die Straße runterrollt. Was mache ich? Lege ich mich drunter? Laufe ich weg? Oder laufe ich vor dem Wagen? Was mache ich denn da? Lay down als König. Ja gut, lay down. Hallo? Laufen, ja, ja. Who would know? The wagon is high enough to pass above you. You take fear runaway gifts from the crashers. Wagon before getting out. Close, zum Glück war der Wagen hoch genug, dass wir einfach drunter legen konnten. Und der Wagen, als er kaputt ging, hat ein bisschen Gold fallen lassen. Ja, super. Nehme ich. Gold ist immer gut. Jolt, jolt, jolt. So, extra Damage. Wir haben hier Frenzy Haste. Frenzy. Keiner Frenzy. Frenzy. Können unseren Bart verstärken.
Direkt instantly. 2 Stück. Lustiges, ja, diese Scale-Punkte, was man da hat, so. Kann ich gerade nicht zeigen. Ja, erkläre ich. Versuche ich mal zu erklären. Also die haben 2 spezifische Grundwerte. Zum Beispiel Shady Business und Hasty. Also dieses lila und dieses gelbe. Du kannst die Leute direkt verkaufen und dann kriegst du halt die Tokens von denen. Also du kriegst einen Token Strategie und Token Tat. Und dann kannst du jeweils zu den einen upgraden. Du kannst entweder die Einheiten 1:1 upgraden, dann kriegst du direkt 2 Upgrades. Oder du kannst die Einheiten splitten und dann kannst du halt einen Token von jeder Art kriegen und einen anderen zu verstärken. Zum Beispiel, wir haben hier Hasty und Rusher. Wir haben zum Beispiel Taut nicht und wir haben Straight nicht. Das heißt, Non und Rusher. Also wir können zum Beispiel den Rusher hier verstärken. Den hier können wir verstärken und den hier. Aber wenn wir jetzt den hier zum Beispiel verkaufen, aber dann kriegen wir Non, Not Hands Rusher. Also das ist halt Non Hands, ist komplett dann verschwendet. In meinen Augen. Ich würde eher... das Spiel ist ja voll cool. Ich liebe sowas. Betreibt man nicht. Kostet, glaube ich, 2 Euro oder so bei Steam. Nice. Gönn dir, solange es noch geil ist. Ich glaube, und die bringen auch jeden Tag neue Patches ab. Nein, nicht jeden Tag, aber halt wöchentlich. Ich will hier nix. Ich will erstmal mein Gold aufsparen für den nächsten Dings. So, nächstes Ereignis. After long walk, you came to a colossal tree. Colossal tree. So big that the cloud passed under the branch. You hear a noise and looking up and you see a seed and falling toward the party. Also wir sehen einen riesen Baum. Der ist so riesig, dass sogar man den Himmel nicht mehr sehen kann. Und dann hört man ein Geräusch und wir schauen nach oben und ein riesen Samen fällt in unsere Richtung. Was mache ich? Keep looking, also wir können einfach weiterschauen. Oh my. Wir können einen von unseren Dings davor springen lassen, dass er unseren König rettet. Simply Dodge. Einfach nur ausweichen. Nochmal Simply Dodge. Achso, weil ich die Dings Haste habe. Jump to Protect. Also, ich würde eher sagen Simply Dodge. Simply Dodge. Too close. Und man, je nachdem, was man auswählt, kriegt man halt bestimmte Tokens. Zum Beispiel, ich habe jetzt die Variation genommen. With your running... Runner's Instinct, you can get everyone out of the sand's drop zone fast enough. Not even a meteor is fast enough to reach you. Also mit unseren Spezial-Ausweichmöglichkeiten können wir alles ausweichen und haben unsere Leute schnell genug aus der Gefahrenzone rausgebracht. Nicht sogar ein Meteor kann uns töten oder erwischen. So, dadurch haben wir jetzt Rush-Tokens gekriegt. Die Rush-Tokens können wir einfach nehmen. Und unser zum Beispiel unser Dings verbessern. Unsere Einheiten. So, zack. Zack. Jetzt hast du ein Level up. Ich würde ihm gerne einen Haste geben. Warte mal. Hab ich noch Haste? Ich hab keinen Haste. Guck mal hier. Und. So, jetzt haben wir auf Max Level gebracht. Wir haben noch 6 Gold. Die würde ich mal investieren in. Also wir brauchen Frenzy oder Haste. Guck mal, der ist Frenzy und Taugt. Taugt haben wir, glaube ich, auch, ne? Nein, haben wir nicht. Der ist straight Taugt. Und der ist... Freeze. Ich reroll mal. Und da ist schon der Dings. Protagonist. Nee. Und Rusher. Nee. Straight Frenzy. Wir brauchen Frenzy. Guck mal hier. Oh my. 75% Haste, Alter. Holy shit. Der wird einfach von 5000 Bären, Alter. 5000 Bären wieder spawnen. 50 Leben. Ja, das kaufen wir uns mal. Zack. Hat er mehr Leben. Also der braucht auf jeden Fall Leben und Lifestyle. Alle lieben Bären. Ist so, Alter. Ich so. Armor, Armor. Ich kann auch Armor hingeben. Ja, mal schauen. Game ist ja noch nicht vorbei. So, jetzt geht's aber in den Kampf. Guck mal hier. Direkt 4 Bären. Let's go. Oh. Wir werden auf jeden Fall so machen, dass wir halt erstmal. Go, go, go. Bärenmodus.
Alter, guck dir unseren guck dir unseren Tank an, Alter. Go, 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 go. Erstmal die Bären tanken lassen. Wir können sowieso schnell nachspawnen wieder, wenn wir hier. Nee, die greifen von alleine an. Also ich kann sie drehen und rotieren. Aber angreifen tun sie von alleine. Also wenn du dir falsch rotierst, sterben sie instant. Guck mal hier, also wir können eigentlich mit den Bären auch gut spielen. Easy. Easy money, immer live. Ah, was ist das? Toastless Range. I've taken damage, stun all nearby enemies for 200 seconds. Alter, das ist gut. Also wir müssen unseren Bären upgraden. Wir brauchen dafür Frenzy oder Haste. Guck mal, hier ist Hasty. Und den mal verkaufen. Und den nochmal upgraden. Und den hier nochmal upgraden. Also das würde ich gönnen, weil das ist eigentlich ein gutes Item. So. Den geben wir auch mal Leben. Also der braucht Cooldown. Der braucht einfach nur Cooldown, der Ranger. Dann kann er einfach permanent irgendwelche Kackscheiß spawnen. Aber wir nehmen mal so. Und machen so. Dann hat er auf jeden Fall 125% Cooldown. Überhaupt nicht broken. Wir geben unseren König ein bisschen Leben. Und damit können wir nichts mehr machen. Und müssen wir jetzt weiter. Also dieses... Kann ich nichts damit anfangen. Oder? Doch, hier, guck mal. Oh, never mind. Ich bin dumm. I am dumm. Dann kriegt er das. So, ab geht's. Also wenn unser König stirbt, ist Game vorbei. Treasure! Vorsichtig. Vorsichtig. Toll. Herd of the Eater. 250 Health, Junge. Das ist mal ein Upgrade, Junge, hier. Das ist doch mal ein Upgrade. Straight out. Also wir brauchen halt Frenzy. Das Haste ist auch ganz gut für unseren König. Aber das hier, 75% Haste. Aber dann kann er... Ja, guck mal hier. Wir machen unseren Dings OP. So, habe ich noch Plätze frei? Machen den König mal ein bisschen Dings. Irgendwelche Fähigkeiten? Slap! Achso, nee, das ist komplett ein OP-Bär. Aller. Ja. Ja, es ist nicht OP. Ich habe ja noch. Es gibt ja auch noch 200% Haste-Gedings. Und das ist ja nicht mal. Ja, komm. Können sowieso nicht viel mehr machen. Und wir machen ja auch nichts hasty-mäßig. So, wir nehmen jetzt Elite oder einen weiteren Kampf. Komm, wir sind so gut. Wir sind so OP, Junge. Wir können sogar mit Elite aufnehmen. Oh nein. Oh nein. Wir müssen uns bewegen. Der König kriegt die Damage. Ah, wir müssen immer eine Flanke sichern hier. Guck mal. Unser Bären. Keine Schnitte. Wir haben zu viel Damage gekriegt. Sehr schön. Oh, die Ninjas müssen weg. Immer schön in die Richtung gucken, dass sich nicht der König gekriegt wird. Ich habe mir schon das YouTube-Video angeschaut, muss man sagen, dass dieses Game geil ist. Er ist auch geil, Alter. Das ist, wie gesagt, Suchtfaktor 100 Millionen, Alter. Dutch. Let's go. Dritte Wave. Oh shit. Wir werden erstmal die hier. Oh shit. Close. Okay, gut. Wir haben uns links verloren. Das ist nicht gut. Aber wir haben nur unsere Bären noch. Einfach nur Dodge. Wir sind schnell genug. Das wird ein Close Game. Also diese Riesendinger müssen weg. Wir kalten die. Oh mein Gott! Wir werden die vorbei. Können in den Rücken schießen. Good job, Boris. Bären OP.
Die Bären sind so broken, Junge. Also wenn die Bären nicht nächsten Patch genervt werden, dann weiß ich auch nicht, Alter. Easy money. Easy. Einfach Gold in my Bank, Junge. Oh, hier ist nochmal 250 Health. Oh, Junge, jetzt geht's los. Also Frenzy Hasty. Frenzy Hasty. Aber nichts davon, Junge. Nix. Also wir nehmen auf jeden Fall das mit. Das ist alles kompletter Bubu-Kaka-Pipi. Unser Dings können wir auch nicht upgraden. Unseren Bade können wir upgraden. Nee, können wir auch nicht. So. Nasty. Pressure, no hands. Das ist ja unlucky hier. Komm schon. Heavy. Frenzy. Mal hier. So. So. Zack. Frenzy. Zack. Level up. Und dann kriegt ihr einfach noch mehr Leben. Easy. Easy money. So. Jetzt habe ich noch hier Tokens, mit denen ich eigentlich null anfangen kann. Schade. Dachte, ich kann sie vielleicht kombinieren oder so, aber... Naja. Naja. Bis nächste Mal. Aber unser Dings ist auch jetzt OP. Hat einfach 500% mehr Leben. Oh, holy shit. So. Jetzt kommt ja noch... vorletzter Kampf. Ah, unser Dings sind nicht alle Max. So. Nice. Unser Stun hat gewirkt. Go, go, go! Beinback. Oh, nee, das ist ganz normal getreten. Hehe, das kann ich auch. Bärenmodus activated! Oh shit, was war das denn? Go, go, go! Go, go, go! Easy. Meine Maus. Oh, die hier. Gone? Wo sind die Mages? Müssen die Mages zuerst töten. Mages müssen erstmal gone, sonst können wir uns nicht frei bewegen. Go, go, go! Also das Spiel ist eigentlich ganz simpel. Ihr braucht immer einen Nahkämpfer, der alles tankt. Und dann braucht ihr halt drei, entweder Range oder Healer oder Mix auf beiden. Und dann ist eigentlich GG. Nämlich GG, Junge. Easy. Und wir können so unseren Bart verstärken. Dann hat er schon mal ein bisschen mehr Damage. And Damage to Dings. Ne, der kriegt erstmal Haste. Damage kriegt unser Dings. Obwohl, wenn wir das so machen, dann haben wir ja schon mal mehr Damage. So, so machen wir das. Kriegt der eigentlich Damage Upgrade? Bow? Summers Wolf. Ach, das sind Wölfe. Ich dachte, das sind Bären. Oh, Bossman with one bar skin. Okay. Aha, aha. Also, ist die Frenzy, Frenzy, guck mal hier, wir können das so machen. Zack. Ist doch das gleiche. Was meinst du? Bären oder Wölf? What? Are you drunk? Konsumieren sie Drogen? Ja, und der König kriegt auch nochmal Leben. Also ich könnte nochmal rerollen. Weil ich für... Fuck. 150% mehr Damage. Gold, Junge, let's go. Ah, kann ich nichts mehr machen. Kann ich auch nicht verkaufen. Kann ich nicht benutzen. Vielleicht kann ich sie ja für nächste Runde behalten. Keine Ahnung. Let's go. Ey, jetzt kommt der Boss. Also ich kann sowieso nichts mehr rausholen. Außer ich verkaufe ein paar Sachen. Also der Stun ist gut. Health. Also die Health-Sachen könnte ich weghauen. Dann hätte ich
4. Wait. 1. 2. Ein noch. Irgendwas useless, was keinen Sinn hat. Haben die 50% Leben. So, jetzt macht unser Bow 200% mehr Damage, Junge. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt los. Ich weiß gar nicht, ob wir den Boss nochmal schaffen, Alter. Aber wir trusten einfach in unseren Bären. Oha, der Damage. Guck dir diesen Damage an! Ihr one-shottet! Go! Easy! Alter, easy clap! Ich seh mich da, Junge. Ich seh mich hier. Go! Hier Besuch. Wir kriegen hier Besuch. Easy. Go. Da kommen die wieder, die Bären. Rinder. Jetzt kommt der Boss. Let's go. Hallo Boss. Oh. Wir werden einfach ihn dodgen. Oh. Oh my. Alter, wir auf jeden Fall den King haben, Alter. Komm schon. Alter, wir gehen ja auf jeden Fall nicht darauf ein, dass er uns damaged. Easy. Ah, jetzt geht's los. Ja, kann auch Wölfe beschwert. Unfair. Oh, das fast in meinen Bogenschützen gewonshottet. Raus. Wichtig, dass er rauskommt. Komm schon. Bären, wo sind die Bären? Raus, Bogenschütze. Komm. Ein Close abgehen. Bade, lebe! Alter Schwede, Junge! Holy shit! Winner! Wir haben gewonnen! Yeah, boy! Wie easy ist so.